Nociebeinbewegung können wir in einer Slow-Motion-Bewegung üben, langsam hinten fahren mit dem Bein, aussen durch gegen vorne in eine höhere Position. Die erste Nociebeinübung machen wir mit einem Stuhl, das ist unsere improvisierte Hürde. Wir haben den Standfuß hinter den Stuhllehne und gehen von weit hin mit dem Nociebein weit vorne gegen die Wand mit dem Knie und dem Fußflex tun wir vorne die Wand berühren. Die Hüfte drücken wir bei jeder Bewegung gegen vorne, drücken wir auch Richtung Wand. Noch zwingender wird die Form, wenn wir den Stuhl quer herstellen und ihn erhöhen, damit die Nociebeinführung noch ein bisschen mehr gezwungen wird, dass wir noch weiter führen müssen, das Knie bringen und den Fuß oben behalten.